Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Und es ist etwas Neues reingekommen, denn bei den Pferden gibt es jetzt ein neues, mythisches Pferd zu entdecken. Und irgendwie ist... Irgendwie ist alles schwarz. Egal, ich zeige es euch einfach, denn der neue mythische Regenbogen-Mustang Blossom ist reingekommen ins Spiel. Und dazu auch noch der Regenbogen-Osterhase. Und das Ganze ist wieder 40% reduziert. Wir können uns das gerade so leisten, deswegen einfach mal reingehauen. Und wir holen uns Fantasy Rainbow Mustang Blossom. Und der kleine weiße Hase. So. Damit bekommen wir auch nochmal direkt 3 zurück für den Horse Collector. Nämlich bei den Sammlungen haben wir jetzt nämlich unser neues Pferd. Bei den Fantasy Pferden. Denn Blossom ist kein mythisches Pferd. Sondern es scheint, als wäre Blossom nämlich ein Phantasia-Pferd. Wir gucken mal gerade. Oh, das ist doch bei den mythischen. Nee, es ist nicht hier. Moment. Ist Blossom ein episches Pferd? Wo ist Blossom? Blossom gibt es einfach nicht. Okay. Nun gut. Blossom ist gerade anscheinend nicht auffindbar. Oder Blossom ist hier einfach noch nicht drin. Bei mir ist es auf jeden Fall aktuell nicht zu sehen. Ist aber auch egal. Wir holen uns unsere 3 Edelsteine. Und holen uns jetzt direkt mal Blossom. Ich finde den Namen richtig gut. Also ich denke mal, wir lassen das einfach bei dem Namen. Wo ist Blossom? Ja, einfach zu viele Pferde. Moment, ist Blossom jetzt auf dem... Ist Blossom hier? Ja, da ist Blossom. Ich hoffe, wir haben eine Möglichkeit. Nein. In den Stall. Rainbow Mustang Mystic in den Magic Stable. So. Dann gucken wir jetzt mal ganz kurz, nämlich wo Blossom bei uns ist. Blossom ist aktuell im Magic Stable, wurde uns angezeigt. So, und hier ist Blossom noch mit keinem Namen. So, dann nennen wir Blossom auch einfach mal Blossom, weil ich finde den Namen wirklich schön dafür. Und dann haben wir nämlich Blossom. Und Blossom ist super glücklich. Das sieht hier... Moment, jetzt haben wir Blossom hier zweimal. Einmal reiten wir jetzt auf Blossom. Und das sieht wirklich mega schön aus. Mir gefällt Blossom richtig gut. Als Rainbow Mustang nehme ich. Und wir schauen mal gerade kurz bei den Pferden nach. Ich weiß nicht genau, warum das so hier ist, jetzt wie es jetzt gerade ist. Ich habe gerade das Problem, dass wir Blossom irgendwie im Magic Stable nicht... Ich habe das Problem, dass irgendwie in dem Stall wir Blossom gar nicht verpflegen können. Oder ist Blossom hier automatisch glücklich in meinem Magic Stable? Das Coole ist, dass wir Blossom jetzt auf jeden Fall hochtrainieren können. Wir können ja mal Blossoms Statistik auch anschauen. Blossom ist doch ein Mystic-Pferd. Und wir können auf jeden Fall Blossom dann nochmal hochtrainieren. Und dann auch mit Blossom... Nämlich mal das eine oder andere Rennen machen.
Aber mir gefällt Blossom definitiv schon mal richtig gut. Ist ein sehr schöner Regenbogen-Mustang. Passt auch gut zu unserem Panty hier, von den Farben her. Also werden wir Blossom auf jeden Fall mal ein bisschen noch trainieren. Ist derzeit meiner Meinung nach so, von den Farben her, finde ich, das ein wirklich, wirklich sehr schönes Pferd. Hat keine Flügel, haben wir aber auch eigentlich genügend Pferde von, die mit Flügeln ausgestattet sind. Wir müssen Pferdefang Eisen ist das Ganze, okay. Also einmal müssen wir uns wieder an ein paar Pferde machen. Und ich kann nur sagen, eure Meinung wie immer natürlich gerne in die Kommentare. Ich finde, Blossom ist ein unfassbar schön gewordenes Pferd. Ist so eine Mischung halt aus Fantasy, aber nicht zu sehr Fantasy, wie es schon die letzten Pferde eigentlich waren. Von daher finde ich es eigentlich wirklich in Ordnung. So. Da kommt Panty angelaufen. Dann können wir nämlich auch einmal noch hier unsere tägliche Pferdepflege machen. Wo immer das Problem ist, dass sich unser... Aber das ist jetzt schon besser geworden, dass man jetzt nicht mehr mit der Pferdepflege über das Haustier irgendwie kommen muss. Weil beim letzten Mal hat immer mein Haustier das Ganze verdeckt dann. Und dann müssen wir dann nur noch das Eisen sammeln. So. Aber eure Meinung wie immer natürlich gerne in die Comments. Und wenn ihr euch wundert, warum wieder mein Paddock so voll ist. Ja. Es liegt daran, dass ich irgendwie permanent immer wieder Pferde bekomme aus den ganzen Boxbelohnungen. Aus den kleinen, aus den 10 Minuten, aus den 3 Stunden Boxen. In einer Tour irgendwie habe ich da hier Pferde drin. Und da ich gar nicht so oft hier vorbeilaufe, sondern meistens immer woanders, außer wenn ich halt gerade wie jetzt hier ein Pferd kaufe, neige ich dazu, dass ich ein bisschen einen vollen Außenbereich habe. Und dadurch halt wieder mal Geld ohne Ende hier, das ist was wir da rausbekommen. So. Wir haben aktuell knapp 12 Millionen Cash hier. Das braucht man halt auch tatsächlich ab einem gewissen Level so gut wie gar nicht mehr. Und das fährt jetzt voll schön. So. Dann können wir nochmal unser Blossom reiten. Und so eine Blätteraura wäre gar nicht mal so schlecht, wenn man noch das hätte, wie das Pferd hier. Das Pferd hätte so eine leichte Blätteraura. Das wäre für das Pferd gar nicht so schlecht hier noch. Haben wir noch unseren VIP-Pass, sehe ich gerade. Haben wir auch noch mal ein paar Äpfel mehr und noch mal ein paar Zehnkugeln auch. Das ist immer noch nicht verkehrt, drin zu haben. Müssen wir jetzt noch ein paar Pferde fangen. So. Und dann mache ich mich jetzt hier noch an meine tägliche Aufgabe. Sag aber schon mal, danke fürs Zuschauen. Eins zu viel. Bin gespannt, wie ihr Blossom, das neue Fantasy, nein, Mythic Pferd findet. Das Frühlingspferd aus Horse Riding Tales. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Runde. Bis dann. Ciao, ciao.